Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schimmer, Paartherapeut, Psychologe und so weiter und so fort. Heute mal ein ganz anderes Video. Wie gesagt, ich will ja auch ein bisschen mehr durchmischen, was hier auf dem Kanal passiert. Und heute wollte ich mal ein Thema machen, das liegt mir eigentlich schon lang auf der Seele, habe ich mir aber immer gedacht, ach komm, sag da mal nichts zu. Aber ja, ich finde, merke, dass es für mich auch wichtig finde, einfach immer das zu machen, was ich wichtig finde, da meiner inneren Stimme zu hören. Heute habe ich mal das Thema, scheint vielleicht ein bisschen absurd, aber dürfen Psychologen eine Meinung haben, um Psychologinnen natürlich, weil das ist manchmal so eine Sache, was ich immer wieder ab und zu, gibt es immer so Phasen, wo ich das in den Kommentaren lese, wie kannst du denn dazu eine Meinung haben, du bist doch Psychologe, also als wenn Psychologen keine Meinung haben dürften, was ich völlig absurd finde. Und ich wollte das mal so ein bisschen aufdröseln, also was ich verstehen kann, was vielleicht auch der ein oder andere meint, also wenn du in so einem laufenden Beratungsprozess bist mit dem Psychologen, ne, oder auch anderen Berater, ja, da würde ich auch sagen, da willst du jetzt nicht mit den Meinungen von deinem Psychologen konfrontiert werden. Es sei denn, wenn du als Psychologe jetzt extreme Sachen hörst, ja, was weiß ich, jemand schlägt sein Kind jeden Tag 5-mal, weiß ich nicht, wie man einen Beratungsprozess machen soll, ohne da jetzt eine Meinung zu haben. Also natürlich, aber da verstehe ich schon, dass man dann sagt, hey, ich versuche den Klienten da abzuholen, und wenn ich jetzt einen Klienten habe, der meinetwegen AfD wählt, und ich bin da total anti-AfD, natürlich kriegt er genauso eine gute Beratung wie jemand anders, und das darf das nicht stören irgendwie. Oder er wählt FDP und ich bin total anti-FDP, also whatever, ne? Da kann ich das verstehen, und aber ansonsten, deswegen wollte ich das Video auch mal machen, sehe ich das auch in so einem größeren Zusammenhang, dass es Leute sich immer weniger trauen, überhaupt eine eigene Meinung zu haben, wenn die nicht konform geht mit dem aktuellen Mainstream, den wir gerade haben. So, ne? Das höre ich immer wieder auch in Seminaren, dass die Leute sagen, ey, ich sag schon einfach gar nichts mehr, weil ich habe einfach keinen Bock auf den Backlash, der da kommt irgendwie. Und das finde ich schade. Also erstmal, ich meine, ich finde, wenn man YouTube-Kanal halt auf Social Media ist, natürlich musst du deine Meinung haben. Wenn du keine Meinung hast, ja, dann wirst du zu so einem, was es auch viel gibt und was auch für viele sehr erfolgreich ist, dann wirst du zu so einem stromlinienförmigen Produkt, was nie was Falsches sagt, was immer sagt, ja, Selbstliebe, Heititai, selbstliebe Memes, du musst keine Verantwortung nehmen für das, was dir passiert, ist alles die Schuld von anderen und sowas, ganz viel gemacht wird. Ja, das kannst du machen, so, ne? Aber es ist nicht der Stil, den ich habe, und ich finde, das bringt uns auch nicht weiter, so, ne? Und deswegen, ja, ich glaube, wir brauchen wirklich, dass Leute für ihre Meinung einstehen. Das muss ja nicht die objektiv richtige Meinung sein, ne? Das ist ja, also ich finde, wir brauchen diesen demokratischen Diskurs, also auch wenn ich gar nicht an Politik glaube, glaube ich schon an Demokratie so, aber diesen demokratischen, also aktuelle Politik, demokratischen Diskurs, wo Leute sagen, was sie denken, weil wenn wir das nicht mehr haben, dann setzen sich Menschen durch, die nicht die Mehrheit repräsentieren, so, ne? Und das finde ich hochproblematisch, und dann haben alle keinen Bock mehr, wie ich auch, keinen Bock mehr auf Politik, keiner macht mehr was, weil er sagt, das ist sowieso mal das Gleiche, meine Meinung für ihn nicht, wird eh nicht zur Kenntnis genommen, und dann halte ich doch einfach gleich die Klappe irgendwie so und mache gar nichts mehr und ziehe mich zurück. Und das finde ich super schwierig. Deswegen kann ich nur jeden ermutigen, werde ich auch weitermachen, eine Meinung zu haben. Und aber klar, wenn du auf Social Media bist, das ist so ein Störfeuer von, was man da manchmal komische Sachen, also das meiste ist ja immer total positiv, aber was man da manchmal für komische Sachen zurückkriegt, denkt man echt, also, was ist los mit dieser Welt? Wo mir das auch sehr aufgefallen ist, deswegen wollte ich das Thema auch mal machen, ist bei dem Jordan Peterson. Ich weiß, es gilt als ein sehr rechter Psychologe, und ich kann auch ehrlich gesagt, seine politische Meinung kenne ich gar nicht. Wie gesagt, interessiert mich auch nicht, aber selbst wenn jemand konservativ ist, darf der eine Meinung haben, meine ich. Aber was ich weiß, ist, dass ein kanadischer Psychologe, dass alles, was der sagt,
extrem faktengeleitet ist, das weiß ich einfach, ne? Und alles, was er sagt, entspricht wirklich der aktuellen Forschung. Und ja, und der wird halt auch gerade versucht, von kanadischen Kollegen da versucht, von Social Media unterzubringen, so, ne, mit irgendwelchen Maßnahmen, an denen er teilnehmen soll, wo ich denke, warum? Der sagt einfach nur seine Meinung irgendwie, ne? Und vielleicht sagt er mal was Fachliches und mal sagt er vielleicht irgendwas Politisches. Ja, warum nicht? Das ist auch ein Mensch. Das ist auch ein Mensch, der das sagen kann, was er denkt. Wie soll man sonst einen politischen Diskurs haben? Man kann ja anderer Meinung sein, ne? Wie gesagt, ich kenne seine politische Meinung nicht und ich mache mich damit jetzt auch nicht gemein, ne? Versteht mich da jetzt nicht falsch. Könnte auch ein linker Psychologe sein, ist völlig wurscht. Spielt überhaupt keine Rolle, über die gleiche Argumentation jetzt hier, ne? Und das ist auch, was ich manchmal sehe, dass Menschen oder auch Konsumentinnen von Material Sachen als Meinungen wahrnehmen, die gar keine Meinungen sind, so, ne? Also was nehmen wir mal vom Beispiel? Ich habe zum Beispiel neulich mal so ein Video gesagt, oder nee, ich glaube im Livestream, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich gesagt, dass im Mittel vor allen Dingen in hier so westlichen, skandinavischen Ländern im Mittel Frauen eher Care-Berufe machen und Männer eher technische Berufe. So. Das ist aber keine Meinung, das ist einfach ein Fakt. Das ist durch riesige Forschung unterstützt und das ist keine Meinung. Ne? Und dann habe ich so ganz böse Kommentare gekriegt, ob ich wollte, dass Frauen wieder zurück an Herd. Nein, jeder Mann soll das machen, was er will, aber das sehen wir gerade in Skandinavien, wo da ganz stark drauf geachtet wird, diese Genderpolitik, wird ganz stark drauf geachtet, dass alle alles werden können und trotzdem wollen im Mittel, das trifft ja nicht auf eine einzelne Frau oder einen einzelnen Mann zu, im Mittel wollen mehr Frauen Care-Berufe machen und mehr Männer technische Berufe. Das ist einfach ein Fakt, das ist keine Meinung, das ist ein Fakt, da kann man nur sagen, ja, die Forschung ist Quatsch, meinetwegen, aber das sind riesige Datenmengen mit glaube ich 100.000 Teilnehmern aus allen möglichen Ländern und da ist halt bei rausgekommen, dass je mehr Genderpolitik es gibt in einem Land, umso mehr wollen die Leute unterschiedliche Berufe machen. Das ist einfach ein Fakt. Also kann man überlegen und das ist eins der Sachen, die ich auch diskutiere in meinem Buch, weil ich bin absolut dafür, dass jeder völlige Freiheit hat, was er macht. Völlige Freiheit, dass das komplett unterstützt wird, dass jeder Astrophysiker werden will, dass auch jeder Mann Kindergärtner werden darf. Also das ist ja sowieso schon, dass es da überhaupt keine Hemmnisse gibt, bin ich 100% dafür. Aber was ich nicht verstehen kann, wenn man einfach negiert, dass es bestimmte Vorlieben gibt, die vielleicht auch ein bisschen durch unseren hormonellen Status transportiert werden. Da kann man natürlich den Kopf gegen die Wand rennen und kann sagen, ich will aber nicht, dass es so ist. Es ist aber so, dass also wenn ich das so richtig entsinne, geht das eben auch viel mit zusammen, welche Hormone fließen eher in unserem Kreislauf. Sind wir eher unter Testosteron oder eher unter Östrogen? Und es gibt ja auch Frauen, die zum Beispiel viel mehr unter Testosteron sind, die machen dann auch eher technische Berufe. Also das kann man, da gibt es super spannende Forschung, aber warum darf man das nicht so sagen, wie es ist, irgendwie so, ne? Das ist, und viele verwechseln halt auch das, was wir alle haben wollen, eine Gesellschaft ohne Hürden, wo jeder machen kann, was er will, jeder das werden kann, was er will, verwechseln damit, dass es trotzdem, das ist ja auch beim Dating, was ich immer wieder sage, ist beim Dating, Sexualstrategien gibt, die halt, es gibt halt Unterschiede, ob du als Mann oder als Frau auf die Welt kommst. Und es ist nicht nur dieses als Mann, als Frau sein, das ist halt, man müsste eigentlich sagen, es gibt Unterschiede, wenn du unterschiedliche genetische oder hormonelle Ausstattung hast, dann gibt es halt Unterschiede. Ja, so ist das. Das ist keine Meinung, das ist einfach Forschungsstand. Ne? Also das finde ich sehr problematisch. Also es muss das gesagt werden dürfen, sowohl was eine Meinung ist, als auch muss gesagt werden dürfen, was der aktuelle Stand ist. Also nehmen wir mal an, kann es in der Politik, könnte man das überall sagen. Ne? Ich habe das Gefühl, wir sind halt, das ist glaube ich, warum auch Deutschland gerade so festhängt, weil wir so in bestimmten Ideen fixiert sind, die wir vielleicht vor ein paar Jahren alle richtig fanden und wo wir jetzt aber feststellen,
Wir finden die aber nicht mehr richtig. Aber es muss sozusagen, nee, wir fanden das vor 5 Jahren richtig und jetzt finden wir es weiter richtig. Deswegen müssen wir es auch genauso weitermachen. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Deswegen fährt unser Land gerade so ein bisschen vor die Wand. Aber gut, das ist, aber ist auch, ist letztlich, wie es ist. Also wir brauchen da wieder mehr, glaube ich, demokratischen Diskurs. Ja, dass wir uns da weiter bewegen als Land, ne? So. Aber gut, so Ansätze sehe ich da auch geradezu. Aber nochmal zurück zu Psychologen. So, selbst, das wollte ich auch nochmal sagen, das hat auch noch jemand geschrieben, so, wenn du eine Meinung hast, dann kann ich ja nicht so meine Idealisierung auf dich projizieren. Ja, aber ist das was Gutes? Also, viele finden das vielleicht gut, wenn ihre Follower sie alle anhimmeln oder klar, ich finde das auch irgendwo gut, aber trotzdem will ich immer sagen, ja, das ist der Mensch mit allen Ecken und Kanten, der ich bin. Ich will nicht so ein stromlinienförmiger Psychologe sein, der sagt, ich habe gar keine Kanten, ich habe gar keine, ich bin perfekt und himmelt mich doch alle an und halte ich für keinen guten Prozess. Also ja, in einem laufenden Beratungsprozess kann das mal eine Phase sein, wo das gut ist, wo man das nutzen kann, wenn der Klient, die Klientin einen idealisiert, aber auch da zieht eigentlich alles darauf ab, das zum Ende des Beratungsprozesses auch wieder aufzulösen und wieder ja den Therapeuten oder den Berater da rauszuholen, ne, aus dieser Idealisierung. Also ich sehe da überhaupt keinen, also ich will das auch gar nicht, dass ich für Leute, mit denen ich nicht in so einem aktiven Prozess bin, will ich gar nicht Projektionsfläche ohne, also ich will das gar nicht sein, ohne Ecken und Kanten, ist auch nicht wie ich ausgebildet worden bin, da war das immer ein super wichtiger Punkt, dass es immer real bleibt irgendwie und das habe ich auch so übernommen für mich und ja, also sehe ich gar keinen Punkt drin. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich werde weiter werde ihr Meinungen haben, also werde damit so am demokratischen Diskurs teilnehmen, kann andere Meinungen haben. Ich werde auch weiter Forschungsergebnisse sagen, auch wenn die unbequem sind, und werde versuchen, das möglichst gut auch zu trennen, was jetzt eine Meinung ist und was aktueller Forschungsstand ist, der sich natürlich ändern kann. Ne? Also vielleicht stehen wir in 10 Jahren wahrscheinlich wieder an einem ganz anderen Punkt stehen. Gerade in der Psychologie ist das leider sehr wechselhaft, sage ich mal. Und auch wenn man jetzt Daten erhoben hat, weiß man manchmal immer noch nicht, warum, wie diese Daten entstanden sind. So, ne? Aber ich finde schon, irgendwie so ein bisschen Grundlage sollte das schon haben und das stört mich manchmal auch an Content auf Social Media, also jeder kann ja sagen, was er will, aber wenn man jetzt so Sachen, sag ich mal, psychologische Inhalte vermittelt, die so gar keine Basis haben in irgendwas und auch mal so gar nicht ausgebildet ist da drin, dann sollte man es auch als Meinung kennzeichnen, finde ich, und nicht sagen, das ist jetzt so und ja, also ich finde, aber gut, das wäre, glaube ich, ein anderes Video. Belassen wir es mal dabei. Ja, kleiner Deep Talk zu dem Thema. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie das bei euch ankommt oder was ihr da noch sagen wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr meine Arbeit weiter unterstützen wollt, dann, ihr könnt ja auch sagen, man kann auch sagen, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich finde diese und jene Meinung von Hemmsch finde ich nicht gut, aber ich finde seine Arbeit gut, ne? Wunderbar, das ist demokratischer Diskurs, ne? Also schreibt es in die Kommentare, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, das, ich vergesse das immer wieder zu sagen, ist halt sehr wichtig hier für den Algorithmus. Oder unterstützt mich auch gerne mit einer Kanalmitgliedschaft, das machen immer Leute. Danke an diejenigen, die das machen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder, ne? Ciao, ihr Lieben.